Hey alle zusammen, willkommen bei mir, Jay Gatsby, und wir sind hier in Grounded, wie man unschwer sehen kann. Und ja, mit dabei ist hier der Marcel. Hallo Marcel. Hey, grüßt euch, was geht? Ja? Ja, was haben wir heute vor? Nicht allzu viel. Das Katana-Schwert, das Rezept, wo man das bekommt, das will ich euch heute zeigen. Wenn denn das Xbox-Netzwerk und Steam mitmacht, weil wir hatten ja einige Probleme. Wäre schon schön. Jo, Ruckel, Rackel. Essen da hinten, Ja, Grill. ja, ja, ja. Oh, gut, nehme ich gleich das. Alles klar. Okay. Ja, einmal das Katana, wo es das Rezept gibt, will ich euch zeigen. Denn haben tue ich das schon. Ich zeige euch das mal schnell. So, würziges Katana. So, ein elegantes Schwert aus gehärtetem Gewürz. Okay, so. Das heißt, ich habe jede Menge Seidenseil da. Das ist perfekt. Und, nee, das ist hier nicht so richtig. Wo klinken wir uns denn an? Denn beim letzten Mal habe ich euch auch gezeigt, wo es den Scap gibt. Also da hinten so. Da, in der Nähe. Und genau da wollen wir von dort aus wieder zurückkommen. Das heißt, wir sind von hier aus, dass wir hinfahren können. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch zurück. Das wäre schön. Und jo. Ich würde sagen. Hat. Ja. Ja, dann sehen die Leute auch Okay. gleich, was der Marcel mal wieder vorbereitet hat. Haha, okay. Das müsste eigentlich. Nein, das kann nicht richtig sein. Das kann eigentlich Nee, du nicht richtig müsstest sein. hoch. Da nicht, da nicht. Nein, nein, nein. Ist ja eh Verbindung blockiert. Ja, ich muss mich hier durchseppen, sozusagen. Inzwischen haben wir ja doch schon so einige. Okay, das müsste die richtige sein. Nett, Moment. nimm Nee. die, wo wir zur Base runtergehen. Die müsste richtig sein. Du meinst in der alten Base? Richtig. Na gut, ich Die hätte Seil jetzt die rutsche hier da genommen. runter. Ich hätte jetzt die hier genommen, aber okay. Jo, macht Sinn. Können wir machen. Aber wieso rutscht du jetzt zur alten Base? Weil wir zur alten Base gesagt hatten gerade. Da sind wir auch Ja, schneller. nee, Nee, die nee, Seil warte, warte, rutscht. warte. Warte, warte. Das ist doch ganz gut hier. Genau. Aber dann bleiben wir doch an dem. Oh, nein. Am Unkraut bereits be. Ja, weil ich meinte, dass du die Seilrutsche nehmen sollst, wo wir runterrutschen. Das heißt, den Punkt hier bei unserer Base jetzt, dahin. Nicht nach unten. Warte mal. Nee, das ist hier blöd. Ja. Schau, das wäre so schön gewesen. Das wäre so Naja. schön gewesen. Kennst du die unten ja schon wieder Leute, wo da eigentlich. Ja, ein bisschen Content-Stretching muss auch mal dabei sein. Bei mir heult er immer gleich rum. Was denn? Bei so einer schönen Base, da kann man sich das auch mal so angucken. Jetzt schleimt er wieder. Nein. Hat er wunderprächtig gebaut. Kommt, Leute, kann man nicht anders sagen. Oder? Jo. Also allein dafür muss ich ja ganz klar sagen, von mir gibt es da einen Daumen hoch für Marcel. Ich krieg auch mal einen Daumen hoch. Ja. Dann achte drauf, dass nicht wieder ein Daumen runter wird. Hab Ja, ich noch nie gesehen, den gibt's bei mir auch gar nicht. ja. Okay. Na, auf jeden Fall muss ich erstmal was trinken. So. Was ich eigentlich drüben hätte machen sollen. Naja, gut. Da ich ja eh schon mal drüben war. Nö. Was? Nö. Ne, da stehen die nicht mehr. At least it's Ach clean. so. Stimmt Ish. ja, die sind umgeräumt. Ja. Aber egal. Ich habe ja was dabei. Gut. Ich habe doch Eins was ist gleich bei dabei. uns in der Etage, wo wir unsere Betten haben. Draußen Ja. gleich. Okay. So. Nein, nicht doch. Nein. Das Dörrgestell steht hier ziemlich ungeschickt. Aber naja, gut. Eigentlich stehen die alle gut. Eigentlich. Ja, beim Türschließen komme ich dann aufs Dörrgestell. Auch schön. Hä? Ja. Ja, schon gut. Nicht so schlimm.
Wieso sehe ich jetzt das Symbol nicht von unserer Rutsche da hinten? Aber das müsste das Richtige sein. Nö. Das ist noch das Falsche. Oder? Moment. Also eigentlich haben wir da nur noch eine. Ne, die andere hatten wir weggenommen, oder nicht? Ja, wir haben da nur noch eins. Jo. Nämlich das, wo die zwei Äxte sind. Das sollte auf jeden Fall... Ja, ja, das müsste passen. Das sieht trotzdem komisch aus. Guck dir das auch nochmal an, oben. Mit Fernglas. Mit Fernkuckhand. Sieht irgendwie aus, als ob das über den Grill hinausgeht. Nee, doch nicht. Nein, nö. Ich sehe den Blueprint gar nicht. Ach so, auch schön. Ups. Guck mal von hier. Ah, jetzt, hier unten sehe ich ihn jetzt. Okay. Ja, ja, gut. Müsste passen eigentlich. Ja. Nach einem blauen Strich aus. Ja, klar, logisch. Okay. Dann jetzt hoch, dann rüber, dann wieder zurück und ja, dann drehen wir uns im Kreis. Sozusagen. Sozusagen. Wow. Wendeltreppen, wie ich sie hasse. Gut zu wissen. Dann brauche ich jetzt überall Wendeltreppen. Mhm. Dann bau bitte so eine, wie wir es am Sandkasten gemacht haben. Das ist irgendwie geschickter. So. Tada! So, jetzt kann man das Ganze hier auch mal richtig sehen. Jo, sehr schön. Wunderbar. Und in der Nacht sieht das auch richtig klasse aus. Richtig klasse. Ja. So, getrunken habe ich schon. Flasche mache ich jetzt nicht voll. Jo, dann auf geht's. Das hier wird noch ein bisschen umstrukturiert dann demnächst. Ja, falls ihr wollt, dass ich das mal aufnehme und ihr das so also sehen könnt, dann gerne mal in die Kommentare. Ja, wäre super. Die Arbeit, die sich Marcel hier nebenbei macht, soll sich auch bezahlt machen. Also auch mal gelobt werden. Yay! Au! Das ist schon nicht schlecht. Was? Nein! Das ist ja, fällt ja gleich runter. Oh, hör auf. Ich muss bezahlen. Alter. Ja. Ich meine, Xbox-Netzwerk sowieso Probleme. Oh. Also das heißt, das hat man nicht eben... auf Xbox. Das nein, nein. Nö. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Mensch, Ruhe. Eben schon gesehen, wie du am Rackeln gewesen bist, also rackelig gelaufen. Ja, und dementsprechend habe ich hier leichte Probleme gehabt, tatsächlich hochzukommen. Verdammt. Und hier oben siehst du jetzt auch die hier. Bitte. Das sind übrigens die neuen Bretter sind. Die neuen Bretter, die neuen Böen. Ach so, ja, die mit den Staubmilben. Nee, Staubmilben nicht? Sind da nicht. Ach so. Ich habe nochmal nachgeschaut, für alle, die das wissen wollen. Ja, die Fußseile am Handschuh sind da zwei so eine Knollen, die kannst du mit der neuen Termitenachse hauen. Klettenboden. Ja. Genau. Beim Handschuh im neuen Gebiet kannst du zwei so eine Knollen zerprügeln. Da kriegst du die Fäden raus. Und auf der Fußmatte, wo die Milben sind, da gibt es auch noch so eine Knollen. Die kannst du auch noch zerhauen und kriegst Fussel raus. Diese Fussel kannst du im Spinnenrad zu Fusselseil verarbeiten. Jo. Und ich glaube, das werde ich auch noch öfters fahren, weil das sieht echt toll aus, das Holz. Ja, das sieht echt gut aus, ja. Es gefällt mir auf jeden Fall besser wie dieses Graszeug. Ja, und allgemein wie die Stängelböden. Finde ich oft bedeutend besser. Ja, genau. Ich bin echt schon am Überlegen, den Boden wieder abzureißen und dann diese Dinger einzusetzen. Ach was, also, nee. Nach. Nein, das nun jetzt auch nicht. Auf geht's. Im Übrigen sagtest du ja mal, du springst dran und benutzt dann das Seil, dann wärst du schneller. Das ist nicht ganz so richtig. Das heißt, manches Mal klappt es und manches Mal nicht. Ja. Aber jetzt bist du tatsächlich ein bisschen schneller, so wie ich das sehe. Ja. Schaskowski. Aber na gut. Das sieht auf jeden Fall verdammt gut aus. So kann man auch ein bisschen die Umgebung hier genießen. Ja, guck mir nicht die ganze Zeit auf den Arsch, Junge. Nee. Genau, als ob ich da hingucken würde. Ja, tust du. Mhm. Ich sehe deinen Blick. Ja, genau. Leute. Ich bin kein Stück Fleisch. Kriegt ihr das mit, was er gerade erzählt, obwohl es gar nicht so ist? Das macht er ständig. Ständig. Gar nicht wahr. Oh, doch. Du fliegst hier gleich runter. Ah ne, wir sind... Nö, gleiche Geschwindigkeit haben wir. Genau.
Die gleiche Geschwindigkeit haben wir. Am Gras könnte es eventuell ein bisschen knapp werden, wie ich sehe. Na gut, das ist natürlich blöd dann, aber egal, das probieren wir ja aus. Dafür ist es ja da. Dafür haben wir es ja gemacht. Ja, und ich glaube hier oben auch schon, aber das wäre jetzt nicht so fatal hier oben. Ach, hier am Stein meinst du? Ja. Ja. Also komm, jetzt gibt es erstmal auf die Fresse. Bam! Weißt du was? Du hast den Gleiter dabei, oder? Genau. Wie, ach nee, das wird doch hier nicht knapp. Sieht doch gut aus. Ja, doch. Ja, spring runter und komm wieder hoch. Wie? Ja, abspringen und wieder hochkommen. Wir wollen nach dem Katana gucken. Das ist aber blöd. Nee, das ist jetzt blöd. Warum? Wir haben hier unten keine Treppe. Doch, hier. Ach so. Ja, du bist zu weit gefahren. Okay. Doch, wir haben da unten eine Treppe. Wir kommen doch hoch. Nee, ganz unten haben wir keine. Klar, von ganz unten natürlich. Nein, ganz unten haben wir keine. Dann lauf doch mal ein bisschen. Oh. Doch, ein bisschen. Ey. Fresser mit deinen Laufen, Alter. Ja, du warst ein bisschen voreilig. Ich wollte es erst zum Schluss ausprobieren. Selber schuld. Ich hab's gesagt. Ich hab's dir gesagt. Er kann nicht hören. Er kann einfach nicht hören. Sterben, so. Oh, gut. Und der auch. Denn wo war's? Etwas weiter da hinten. Ja, genau. Irgendwo da hinten ist es, da kommen wir nämlich dann auch wieder hoch. Ja. Der Herr. Naja, so, der stirbt auch. Ungläubiger Thomas. Auch von da aus dann zum Dings, Katana, Rezept zu laufen, ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Kann man ja auch machen. Was? Ist er gleich hinter uns? Ja, darum ja. Ah, siehst du? Doch. Wir haben noch eine weitere Seilrutsche da hinten stehen. Könnte sein, dass ich die versehentlich zwischendurch auch angepeilt hatte. So, da ist auch ein Weg nach oben. Ja, bin oben. Ups. So. Na, ich gehe mal lieber hier lang. Moment mal. Was denn? Was ist jetzt los? Nee, Quatsch. Wir müssen hier hoch. Auf die Treppe. Oh, wollen wir die erste fix hauen? Aber ja. Unbedingt. Beziehungsweise überreden, ob er uns noch einen Panzer gibt. Ey. Oh ja, den schubsen wir da mal raus aus dem Panzer. Ey. Digga. Nicht frech werden. Ja. Nein. Renn halt nicht immer vor mir. Was denn? Ist doch alles schön. Oh, nee, eigentlich nicht. Na. Und ein Verband hinterher. Ah, wirst du wohl? Stirb, du! Au! Nee, doch nicht. Glück gehabt. Na. Komm schon. Doch einfach. Ich muss schon sagen, die Crits nebenbei sind echt praktisch. Ja. Na. Werd nicht frech, Digga. Ne? Ja. Na, ich hatte das hinter sich. Yay. Sehr gut. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Platz ich noch in der Tasche habe. Moment. Oh ja, reichlich. Sieht gut aus. Wie war denn das doch gleich? Ja klar, die brauchen wir auf jeden Fall. Moment. Ach, da ist er doch. Poncho. Jo. Uff. Dachte schon, habe ich die irgendwo vergessen. Boah. Du hast den Rüsselkäfer liegen lassen. Also den Rüssel. Ja, den brauche ich. Ist ja egal. Egal, hier wird nichts liegen gelassen. Gut, hier ist ja noch eine Asse. Ja. Okay. Na, da wo dein zukünftiges Ich liegt. Du meinst dein zukünftiges Ich? Ne. Ich wette, hier müssen wir das irgendwann aufsprengen. Hm. Ah!
Hau ab. Drecksvieh. Komm. Ja, ja. Ein bisschen Ausdauer brauche ich dann schon. Was denn? Ja, das die, also die erste also gebracht gegen den Feuerkäfer zu kämpfen. Oh nein, noch einer. Hey, Mann. Der versaut mir den ganzen Groove hier. Ich will den da hinten erstmal loswerden. Ich habe keine Lust, den zu hauen. Was will der? Lass mich in Ruhe. Was sollst du überhaupt weg? Ich will die Larve nicht. Da ist gar keiner. Na klar. Hier. Ja, die jetzt, weil die kämpfe gerade die ganze Zeit schon gegen den da. Ist doch gut so. Was machst du da? Was? Ey, wo bist du? Na, hier oben und warte, dass die Larve kaputt gemacht wird. Boah. Ja, ja, die kommt hier hoch. Mistvieh. So. Nimm dies, ey. Ey! Nein! Der stand doch da hinten. Wieso habe ich hier hinten Schaden gekriegt? Das gibt's doch gar nicht. Ja, dieser, der, wie gesagt, der macht dann so einen komischen Windstoß oder sowas. Ja, ich merke schon. Oder schmeißt Dreck. Ja, so komische JG drauf Moves. Seltsame Moves hat der drauf. Ja. Na, eigentlich, wenn er sowieso voll geheilt ist, dann brauchen wir. Okay, ich hätte mich vielleicht heilen sollen. Wäre das nicht schön gewesen? Ah, okay, dann machen wir das jetzt. Blocken! Ah! Er war gerade am Schlurfen, da ging's nicht. Ah! Ja. Ich lieg. Oh, das ist schön. Okay. So, Digga, da bin ich. Auf geht's hier. Na, 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 na. Komm schon. Na? Nein! Verdammt! Gleich da. Boah. Das war ja blöd. So. Na? Du wirst doch wohl nicht. So. Nicht doch. Ha. Na. Wieso übersehe ich diesen Move immer? Gibt's doch nicht. Okay. Los. Komm, hau drauf. Ja, der hält sich da eh viel zu schnell. Ja, aber dann heizt er sich nicht weiter voll. Ich hänge hier fest. Ich hänge hier fest. Nein. Nee, du schneidest dir was rum. Doch, ich fall hin. Beim Befreien aus den, dass ich da hinten festhing, hat er mich leider erwischt. Okay, jetzt hat er zusammengerollt. Kann ich dich fix holen? Ja. Blocken. Moment. Ich brauche dummerweise Heilung. Na? Na, 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 na. War wieder klar. Wieso dreht er sich denn eigentlich immer zu mir? Nein. Los jetzt, schnell, schnell, schnell. Ah. Komm. Ha. Na endlich. So, jetzt wäre ein Grill ganz schön. Den hatten wir doch auch hier in der Nähe gehabt, ne? Der Grill, der Grill, der Grill. Warte mal, wo war der gleich? Hier irgendwo, ja.
Ah, ich war hungrig. Lass mal zusehen. Was? Hydration. War doch hier oben, oder? Hm? War nicht hier? Treibt er sich gerade wieder rum? Ach da. Ja, 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 schon gut, schon gut. Alles schön. Nein. Ewig nur. Okay, das Gras wächst hier aus den Steinen heraus. Naja, gut. Kann man auch machen. Ach komm, bevor ich jetzt hier ewig weiter rumsuche. Was denn? Das ist doch hier trockenes Gras, genau. Weiß gerade nicht, was du vorhast. Ein Grill bauen. Ach, ein Grill bauen. Ich dachte, du meinst den Grill, der hier rumliegt. Wieso, hast du nichts zu essen dabei? Doch. Ist mal fertig. Oh. Good thing I'm hungry. Ja, soll ich dir was geben? Dann brauchen wir keinen Grill aufbauen. Komm her. Warte mal, stehe ich hier ja, gut? Ja, geht gerade nicht. Wie geht gerade nicht? Ja, geht gerade nicht. Hörst du nicht? Nö. Aber ich gucke mir das gerne an. Nein, das ist unfair. Ich gehe runter. So. Ja, aber gut. Ich habe keinen Ausdauer. Aber sagst du auch nichts. Mal. Und halt dich doch mal. Komm mal her hier. Ich bin voll. Ja, hast du gegessen? Nein, ich bin nur noch drin, bin ich tot. Ja, dann komm her hier. Ach, hau ab mit deinem Essen. Komm her. Nein. Ich habe hier mal zwei hingelegt. Ach komm, drei. Egal. Weil du es bist. Komm her. Los. Nö. Ich hab mein eigenes Essen. Nein, das dauert zu lange. Komm her hier. Nein, dauert nicht. Doch. Nein. Dieses trotzige kleine Kind. Ruhe, also schiss ich dich. Wie willst du das dann stehen? Ohne Arme und Beine. Trenne ich sie doch nicht ab. Na ja, hier. So. Ja. Mach hinne, mach hinne. Ah. Zögerst wieder das Unvermeidliche heraus, hinaus. Ja, dein Tod. Hm. Komiker. Komm, mach doch mal hin. Ja, oh, dieses Content-Stretching. Mhm, von dir. Ja, los, jetzt lass uns ab zum Katana. Ja, hab ich davor. Naja, sehe ich. Da sehe ich, wie du das vorhast. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Also sei ruhig. Ja doch, ungefähr weiß ich es noch. Ungefähr. Der hat keinen Plan, Leute. Denkst du? Jo. Schalali, schalala, schalalalalala. Ach ja. Marcel, ja. Erzähl uns doch mal einen Schwank aus deiner Jugend, muss ja nicht wahr sein. Was willst du da unten jetzt? Ach, nur gucken. Oh, nö, ist klar. Aber beim letzten Mal. Ja, okay, bitte? Auch nur mal gucken. Ja, alles klar. Ja. Nein, nö, alles gut. Fast keinen Schaden gekriegt, alles ist schön. Verdammt. Beim letzten Mal, wo wir hier rüber sind, da war er noch am Nürgeln so von wegen, na, wird das denn überhaupt klappen? Ja, klar, bin ich rübergekommen, er ja allerdings auch. Und dieses Mal klappt es nicht, also hat es nicht geklappt. So, Moment. Wir haben unsere Augen verloren, von lauter Erzählen. Ach, da. Ja. Und hier noch rüber. Okay. Ist das hier tief? Nein, ist es nicht. Eigentlich nicht. So. Dann zeigt die Leute mal auf der Karte, wo wir sind. Ja, gute Idee. Sodale, da sind wir. So. Schön. Jetzt haben wir gesehen, wo wir sind. Da ist unsere Seilrutsche und hier sind wir. Genau, man sieht die große weiße Rechteck. Das ist der Kohlesack. Ja. Wenn man nicht ganz genau den Standort jetzt findet, ist nicht so schlimm. Hauptsache ihr findet den Kohlesack. Genau. Und weiter unten, ringsherum rumlaufen, findet ihr ein Loch. Und da einfach reinhüpfen und dann seht ihr schon die ganze Holzkohle. Und da, oh, heiß, oh, scheiß. Ja, und da, wo es leuchtet, da ist das Katana, also das Rezept dafür.
Da könnt ihr euch das dann holen. Und jetzt putze ich aber richtig. Nein, 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 nein. Lauf, lauf, lauf. So, dann mir bitte nochmal folgen. Ja, gleich, gleich, gleich. Ich muss erstmal entbrutzeln. Wir wissen, einmal im Leben ist er heiß. Spinner. Absoluter Spinner. Ich spinne nicht, ich webe schon. Aha. Nicht lang schnacken, Kuppen nacken, hoch hier mit dir, Bursche. Wenn ich nicht überall hängen bleiben würde. Bist du von innen hoch? Nö, ne? Bieben. Ja, bin ich. Das sind Steine. Da brustelt man auch nicht. Ja, darum geht es ja. Bäh. Moment. Da ist der Eingang. Hipsa. Hopp. So, hoch hier. Komm schon. Und hip. Ich sagte doch hip. Hey, nix hip. Hey, ich komme hier nicht hoch. Ah, jetzt. Wenn ihr wüsstet, wie lustig das aussieht. Oh Mann. Nein, nicht. Oh, fuck. Echt jetzt? Ja, dran vorbeigerutscht. Fuck. Ich glaub's nicht. Du musst doch hier einfach nur hoch. Nee, ich wollte noch mal zeigen, wie das von der anderen Seite geht. Ah ja. Ich glaub's nicht, ey. Kann doch nicht sein. Unfassbar. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch. Also, wenn ihr hier nicht hochkommt, nicht so schlimm. Wer kriegst du auch nicht hin? Was? Nichts. Gut. Nicht da schon wieder runter. Komm jetzt hoch. Mann. So. Alter. Wie ich diese Hüpferei hasse. Folgen mit dem Licht. Oh. So, und auch wenn man das schwer erkennt, aber da geradeaus ist pure Wissenschaft. Ganz genau. So, und jetzt will ich nicht vorführen, wie ich da runterfalle, also das reicht hin. Oh Mann. Mein Gleiter ist auch in Ordnung, also können wir da runter. Was machst du? Ich wollte noch gucken, wie viel Scham man hier kriegt. Ja, nee, ist klar. Verstehe ich. Verstehe ich voll und ganz. Das ist ja das, was ich auch immer zeige. Also so macht man es am besten nicht. Also weil ich darf das, weil ich hole eh immer die... Ja, ja. Tränke. Ja, genau, genau. Ja, ja. Mecker-Opa. Trotzig wie ein Kind und ansonsten Mecker-Opa. Mann. Yay. Ja, wer hat, der hat es. Dann nehmen wir halt den Gleiter. Oh. Jetzt mach mal hin, du Dame Schnecke. Selber Schnecke. Ups ohne Bubs. Ah, davon ganz viel. Yay. Haben's ja fast geschafft. Yay. Yo, ich bin hier. Das ist gut und ich bin hier. Oh ja, das sieht jetzt schon deutlich schneller aus. Ja. Oh ja. Dort ist Kohle. Kohle. Jo. Und wie wir sehen, das sieht hier echt wunderschön aus. Im Dunkeln. Wow. Ja, was man so erkennen kann halt. Aber ich finde das auch mit den einzelnen Lichtern, wie da hinten zum Beispiel die Glühwürmchen, finde ich toll. Ja, die kann ich demnächst mal komplett abschlachten. Denn ich brauche deren Hinterteil. Du stehst also auf Ärsche, alles klar. Das klang jetzt im Kopf anders, als ich es ausgesprochen habe. Ja. Das war nicht so gut überlegt, muss ich sagen. Na, überlegt schon. Ja, nur nicht so ganz richtig halt, ne?
Ja. Ich will deren Gesäße abschneiden und an unsere Decke hängen. Das ist ja noch schlimmer wie das erste. Aber hey, du findest doch schön, wenn es leuchtet. Da. Okay. Macht ja zu, damit keine Einbrecher reinkommen. Oh, kam doch einer rein. Sodele. So, dann sortieren wir mal Dann wollen wir ein. doch mal gucken. Ja, sortier du mal ein. Oh, ich wollte an die Ja, Werkbank. du findest doch so schön eh wieder. Was mache ich? Ne, was? Was? Ne? Was? Hä? Ah, würzige Batzen haben wir nur einen. Ah, Kohle haben wir ja sowieso nicht, alles klar. Jo, dann würde ich sagen, und das Katana bauen wir dann beim nächsten Mal. Also, bis demnächst. Ciao. Oh, mit V. Tschu, tschu.